Vielen Dank für die Einladung, etwas zu Gemeingütern zu sagen. Ich habe hier noch ganz kurzfristig dieses Bild rausgesucht und draufgetan, und zwar nicht, weil ich jetzt über Weiden und Kühe und Rinder sprechen werde, sondern mit dem Hinweis darauf, dass wir in der Schweiz eine lange Tradition haben in der Gemeingüterbewirtschaftung. Und das ist in der Tat ein Bild aus dem Lisox, aus einer Alpen heißt die, wo die Weiden im Besitz eben von einer Gemeindekooperation sind und mit verschiedenen Regeln jährlich genutzt werden. Die Rinder sind, wie das meistens in der Schweizer Alpwirtschaft ist, im Privatbesitz. Aber das, ich werde noch darauf kommen, dass die Schweiz eine wunderbare Tradition hat mit diesen Commons, vor allem in Altweiden noch, und auch darauf zurückgreifen kann. Diese Allgemeingüter, also Allgemeingüter steht im Text, meistens nennt man sie Gemeingüter, im Englischen heißt es Commons. Was ist damit gemeint? Das sind eigentlich plus minus Güter, die für alle zugänglich sind, aber als Gemeingüter dann eigentlich abgegrenzt werden, nicht für alle zugänglich sind, aber die irgendwie gemeinschaftlich bewirtschaftet, erarbeitet, gepflegt, gehegt werden und dann auch genutzt werden. Und damit das funktioniert, braucht es Regeln. Und diese Regeln, das ist bekannt geworden, die hat Elinor Ostrom formuliert. Auch durch die Arbeit von Elinor Ostrom sind diese Commons zu einem großen Thema geworden. Elinor Ostrom war Politologin und Ökonomin, hat 2009 dafür den Nobelpreis bekommen und ist dieses Jahr verstorben. Und vielleicht auch gleich, die Elinor Ostrom hat sich sehr stark an der Schweiz inspirieren lassen. Das ist ein wichtiges Thema geworden. Man liest irgendwie auch in der Wirtschaftskritik, in der alternativen Szene sind Commons, Gemeingüter ein großes Thema. Weshalb? Sicher wegen diesem Nobelpreis, aber insbesondere auch wegen der Tatsache, dass wir immer mehr die Grenzen von Markt und Staat verspüren und die Produkte, die da hervorgehen. Denn bislang haben wir immer gemeint, wir haben hier gemeint, im Westen, dass der Markt am besten und marktwirtschaftliche Unternehmen am besten Produkte und Dienstleistungen herstellen. In sozialistischen Ländern war es der Staat, der diese Koordination hervorbringt, und es zeigt sich immer deutlicher, dass das nicht nur gut ist. Weshalb? Wir haben viele Umweltprobleme durch privatwirtschaftliche Nutzung, aber auch durch öffentliche Übernutzung. Wir haben soziale Probleme, weil die Bedürfnisse der Menschen durch marktvermittelte Prozesse oder auch staatliche wenig in die Definition, in die Entwicklung von Produkten eingehen. Wir haben total ganz starke Übernutzungen. Ein Beispiel dafür, wie wenig die Bedürfnisse berücksichtigt werden bei der Produktentwicklung und Verkauf ist zum Beispiel die geplante Obsoleszenz, also dieser geplante Verschleiß. Das sind überhaupt nicht Bedürfnisse von Menschen, die da eingehen, sondern da geht es darum, möglichst viel zu produzieren und Wirtschaftswachstum zu haben. Wir sehen aber auch immer deutlicher, dass Menschen sich beteiligen wollen an dem, was hergestellt wird, an der Gestaltung von Produkten, an der Vermarktung. Menschen fordern immer mehr Partizipation ein, und wir merken auch deutlich, dass dominante Paradigmen immer mehr hinterfragt werden. Also zum Beispiel das dominante Paradigma, dass Egoismus und Wettbewerb naturgegeben sind und dass sie dem Wohlfahrtsmaximum dienen. Oder aber auch, wir merken ganz deutlich, dass der Staat zentrale Information und Koordination an den Menschen vorbeigeht. Was sind jetzt die Vorteile von Commons aus materieller Hinsicht? Es ist eine nachhaltige, angepasste Nutzung, weil sie oft auch gar nicht anders möglich ist. Also jetzt zum Beispiel bei diesen Alpweiden. Man kann die gar nicht wirklich privatwirtschaftlich nutzen. Die Qualität ist gar nicht gut genug oft. Oder aber auch die Nutzungszyklen, die Nutzungsmodi, kann man mit solchen Gemeingütern, die eben gemeinschaftlich hergestellt, kontrolliert werden, kann man viel besser ausnutzen.
Wir haben aber auch Produkte und Dienstleistungen, die eine einzelne Person gar nicht herstellen kann oder gar nicht unterhalten kann, zum Beispiel Wikipedia. Wikipedia ist auch ein Gemeingut. Es wird von vielen hergestellt, wird unterhalten. Wikipedia ist jetzt ganz öffentlich zugänglich. Es könnte auch etwas beschränkt sein, aber das ist auch so ein Gemeinschaftsgut. Ermöglichen Gemeinschaftsgüter, dass der Nutzen, die Güte, also die Ernte zum Beispiel, für viele zur Verfügung steht, wie zum Beispiel Fischgründe. Wenn die gemeinschaftlich genutzt werden mit gewissen Regeln, dann können viele das Nutzen davon haben und nicht nur Einzelne. Oder aber auch, sie bieten viel Vielfalt. Also ich war heute an einem Vortrag, wo jemand über das Bon-Vivir-Konzept erzählt hat, über die Anden, die scheinbar noch viel stärkere Höhendifferenzen haben, wie wir hier in der Schweiz in den Alpen, und wo dann durch die Nutzung auf verschiedenen Ebenen das Leben viel reicher wird, weil unterschiedliche Früchte, Gemüse und so weiter genutzt werden kann. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den Staffeln, die wir in der Schweizer Alpwirtschaft haben. Da staffeln wir ja auch, aber nicht in diesem Ausmaß. Aber eben auch Gemeingüter, die kann man sich ein größeres Spektrum an Gütern gemeinschaftlich erarbeiten und dann auch gemeinschaftlich nutzen. Gemeingüter, und das würde ich auch sagen, ist noch ein Vorteil, manchmal gibt es Langsamkeit und Sand im Getriebe, weil man sich gemeinschaftlich abstimmen muss, wie man produziert will, wie man verkaufen will und so weiter. Das gibt Sand im Getriebe und manchmal ist ja auch Sand im Getriebe sehr produktiv. Und damit bin ich auch schon bei dem Punkt, was sind die Probleme? Das ist sehr konfliktintensiv. Also wir dürfen nicht denken, dass diese Gemeingüterbewirtschaftung nicht harmonisch wäre. Also auch in der Schweizer Alpwirtschaft, da gibt es massive Konflikte in diesen Kooperationen. Die Nutzung ist also eine sehr große Herausforderung und wir müssen auch zugeben, das ist eine begrenzte Flexibilität. Jetzt möchte ich aber noch zum sozialen Nutzen eingehen. Der soziale Nutzen liegt darin, dass Gemeinschaften gefördert, Beziehungen verbessert werden, gegenseitige Unterstützung stattfindet, Kooperation, Konfliktlösung. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz wird die große Verbreitung von Genossenschaften ja auf die Allmende-Tradition zurückgeführt. Also wir haben hier wirklich, ich möchte fast sagen, so etwas wie die zivilisatorische Wirkung, die man gemeinsam produziert, gemeinsam Regeln erfindet, gemeinsam Dinge entwickelt, was aus dieser Art hervorgeht. Wir haben weiterer sozialer Nutzen ist, dass bedürfnisgerechte Produkte, weil ja die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden, eingehen in die Entwicklung, dass das genutzt werden kann. Oder aber auch das Innovationspotenzial von viel mehr Menschen, zum Beispiel in dieser Software oder aber auch in der Forschung, wo gemeinsam Dinge entwickelt werden, weiterentwickelt werden und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Gemeingüter können ermöglichen auch eine gewisse Autonomie, Unabhängigkeit von Markt und Staat und damit aber auch von Macht. Also ich war vor kurzem in Andermatt, da gibt es eine ganz große Kooperation, das wissen Sie, und also die sind sehr machtbewusst. Durch diese eigene Bewirtschaftung, durch diesen Erfolg, aber auch durch diesen Besitz, der in einer Gemeinschaft besteht, kann auch dann durchaus anderen Machtinstitutionen Parole gebietet werden. Und Gemeingüterbewirtschaftung bedeutet, dass es ein breiter Zugang zu Produktionsmitteln besteht. Das haben viele Menschen dazu Zugang. Beispiele, hier Sie sehen das Bild, Altweiden, Altgebäude, dann gibt es aber auch ganz viele Flächen, Wald, Weide, Brachland und so weiter. In Entwicklungsländern noch mehr als bei uns, vor allem außerhalb auch von der Schweiz. Wir hatten also auch bebaubare Flächen, leider haben wir die nicht mehr sehr viele. Es gibt Software, Hardware, was als Gemeingut entwickelt werden kann. Wikipedia habe ich schon angesprochen, Wissensallmenden, Webpages, das sind die modernen Commons. Aber auch moderne Commons, zum Beispiel die Do-it-yourself-Anleitungen, die ganze Repair-Revolution. Da können Sie auf dem Netz schauen, wie Sie eine Hose flicken oder Messer schleifen. Solche Dinge, das ist auch Commons, die uns da zur Verfügung stellen, die auch
zukünftig durchaus wichtig werden können. Oder aber auch Tauschbörsen, Zeittauschsystem. Ich glaube, das ist hier schon besprochen worden. Jetzt noch zur Bewertung. Ich möchte sagen, endlich haben wir diese Commons wiederentdeckt und ich denke, dass es ein Potenzial ist der Entwicklung, weil der Staat vieles nicht mehr machen kann. Auch viele öffentliche Güter, die hergestellt werden, die der Staat bislang hergestellt hat, wird er nicht mehr machen können, weil zum Beispiel die Finanzen fehlen. Und da denke ich, ist ein großes Potenzial, dass das dann gemeinschaftlich gemacht wird. Ich möchte aber auch vor einer Idealisierung warnen, denn wie ich schon angedeutet habe, da gibt es Konfliktpotenzial und es gibt Begrenzungen. Die Lösung, dass die Gemeingüterbewirtschaftung immer funktioniert, existiert nicht. Das heißt, es gibt nicht diese einzige Lösung, wie man solche Gemeingüter bewirtschaftet. Das hat auch Elinor Ostrom immer wieder betont. Wir brauchen verschiedene Lösungen. Und wahrscheinlich jedes Gemeingut muss seine eigene Lösung haben, wie man das am besten gestaltet. Aber es gibt diese Grundregeln, an denen man erkennen kann, auch gestalten kann, ob das besser oder weniger gut funktioniert. Mir scheint es sehr wichtig für die Zukunft, dass wir eine Mischung haben aus Markt, Staat und Gemeinschaftsgütern. Wir brauchen diese Vielfalt. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir, wie gesagt, nur Markt oder nur staatliche Produktion von Gütern. Ich glaube, wir brauchen diese Mischung und zwar, weil das eine gegenseitige Inspiration gibt und gegenseitigen Erfahrungsaustausch, aber auch Wettbewerb und Konkurrenz in der Koordination von Herstellung und Verteilung von Gütern scheint mir wichtig und nützlich. Wo sehe ich einen Bedarf für Gemeinschaftsgüter für die Zukunft? Sicherlich noch viel besser im Wissensaustausch, im Wissenstausch für Gestaltung unserer Zukunft. Ich habe schon angesprochen, öffentliche Güter, Herstellung von Gemeingütern. Ich war vor 2 Wochen war ich auf einem Urban Gardening Areal in Zürich. Und da haben junge Leute, vor allem Buben, haben ein großes Areal, um da mit dem Velo rumzufahren, selbst hergestellt. Das ist auch kommen. Also wie kann man bedürfnisgerecht auch selbst sich Freizeitanlagen und so weiter herstellen? Und dann denke ich, aber da weiß ich, bin ich auch noch nicht so viel weiter. Für die Zukunft, glaube ich, brauchen wir Gemeinschaftsgüter im Bereich von Gesundheitsversorgung und in der Alterssicherung. Denn das, wie Sie vielleicht wissen, arbeite ich relativ viel, daneben noch viel zu Wachstum und da sehe ich sicher Probleme in diesen 2 Bereichen und ich glaube, da gäbe es Potenzial, um viel mehr Gemeinschaftsgüter in diesen Bereichen herzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank.